Heute ist mir dann auch am PC die Maus kaputt gegangen. Da hat irgendeine Katze heute Nacht volle Möhre drauf gereiert. Die war einfach hin, die schwamm in so einer Lache und die war kaputt. Jetzt habe ich die Maus von meiner Frau am Rechner, die hat das gleiche Modell gehabt wie ich. Sie mir dann freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So, wir gucken mal, ob wir da unten was mitmachen können. Hier schon mal dieses P. Macht das irgendwas auf der Tür da oben? Ah, das P ist weg. Dann brauchen wir noch ein E und ein B, müssen wir noch irgendwo finden, aber wahrscheinlich nicht hier, oder? Ach doch, da. E, B. Jetzt brauchen wir nur noch ein... Das E brauchen wir jetzt noch. Wo ist hier noch so ein Drehdingens? Es geht der Gesuche wieder los, ich weiß, aber... Es tut mir leid. Aber wir sind jetzt nur noch eine Kombination von dieser Tür entfernt. Die wollen wir natürlich mitnehmen, wo wir schon mal hier sind, ne? Ist ja Logan. Logisch. Aber wo versteckt sich das Ding? Das ist das P, wir haben das B. Ach, Kacke. Okay, alles klar. Warte. Wir müssen jetzt schauen, ob wir das irgendwie wegkriegen. Entweder geht das von hier. Oder aber von da oben, von der Stelle, wo wir gerade waren. Obwohl von da. Hm. Mein Gesicht füllt sich gerade mit Skepsis. Ich nicht glaube, dass es von da geht. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit, die Dinger wegzusprengen. Sei denn, wir kriegen nochmal andere Pfeile oder so, aber... Sprengpfeile dafür, hm... Glaube ich eher nicht. Ah, von hier geht's, guck mal. Danke, geht doch. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch das E. Gift-TE. Einer ist noch übrig. Yes. Okay, jetzt sollte es auf sein. Alles aus. Jawohl, es geht auf. Ui. Heiße Sache. Aber auch sehr viel Loot. Eine Schatzkammer, oder? Naja, nicht wirklich. Aber wir haben Nebel-Helhelms, schwerer Runenangriff, ein anhaltender Flächenangriff, der eine kleine Falle hinterlässt, die bei allen Gegnern daran Frostschaden verursacht. Okay. Frost sehr viel, Schaden wenig. Frost, aber gut, ist Frostschaden, ne? Frostschaden und Schaden, sollen wir den mal nehmen? Was muss ich denn dafür machen? L1, R2 gedrückt halten. Ja, okay. Das probieren wir mal aus. Und? Makelloses Erz der Welt. Verbessert eine mächtige Rüstung, kann nun der Eisenbucht gefunden werden. Cool. Und wir haben es gefunden. Wir haben das Rätsel der Eisenbucht komplett gelöst. Geil, oder? Geil. Ist ja hammer, hammer geil. Okay. Ich höre ja schon auf. Entschuldigung. Und jetzt will ich eigentlich nur noch zurück zum Boot. 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 Wie? Wo? Falsch? Bin ich hier falsch? Oh nein.
I am here falsch. Wie komme ich denn jetzt? Was? Ich habe mich total verlaufen, Hilfe. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ach so, wir sind mit dem... Ah, wir müssen in die andere Richtung gehen. Wir sind ja gar nicht mehr da, wo ich denke, dass wir sind. Wir sind ja jetzt ganz woanders, nämlich da, wo ich nicht mehr dachte, dass wir sind. Das heißt, wir müssen doch hier lang und da hinten wieder runter. Hier irgendwie so, oder? Von hier aus kamen wir doch zu einem Boot. Ne, von hier aus kommen wir nicht zu dem Boot. Oh Gott, oh Gott. Trepeinlich, trepeinlich. Hier? Ach da. Das macht's noch peinlicher. Vater, warum wolltest du diesem Geist wirklich helfen? Du brauchst die Erfahrung. Ich habe jede Menge Erfahrung im Kampf gegen diese Dinge. Was ist der wahre Grund? Die Männer waren ihm treu ergeben. Er übernahm die Verantwortung für seine Fehler und war entschlossen, sie gut zu machen. Gute Lektionen für dich. Oh. Ja. Oh. Na, Kratos, Lektionen haben doch schon das ein oder andere Gute nur verpackt in... Ja. Oh. So, gut, wir versuchen jetzt nochmal die Quest abzugeben. Versuchen deswegen, weil ich glaube, es geht, weil wir noch einen Questmarker haben. Aber ich nicht wirklich weiß, ob es geht. Sind wir hier richtig? Ja, ne, bei dem da hinten. Genau, alles klar. Hapu. Meine Männer sind... Sie sind erlöst. Jawohl. Das stimmt. Wir haben sie in Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst im Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Das sind gute Eigenschaften. Habe ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer die gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte. Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Du hattest recht. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Man kommt wohl nie darüber weg, wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Nie. Ja. Tja. Und siehste, Kratos grummelt halt nicht auch nur rum, sondern Kratos weiß halt auch, wie die Dinge laufen. Auch wenn die Lektionen, die er sie verpackt, manchmal... Ja, naja gut, aber wir kennen ihn so, ne? So, guck mal, wir haben hier noch ein unbekanntes Gebiet. So sieht's zumindest aus. Sollen wir da mal reingucken? Da müssen wir sowieso rein, weil wegen Hauptquest. Wir können jetzt einfach nach Norden und dann nach Westen abbiegen. Hallo? So. Norden und dann nach Westen abbiegen. Aber da habe ich schon geguckt, oder? Kommt mir so bekannt vor hier. Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben? Mit wem? Wir können hier anlegen. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und Glück um 2 erhöht. Jetzt haben wir aber alle Attribute auch durch, oder? Waren wir hier schon? Nee. Alter, wie krass, wie viele Gebiete es einfach hier gibt. Ich hoffe, wir kommen doch wieder runter. Ich würde nämlich echt gerne auf dem Weg noch ein bisschen weiter segeln.
Was sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall habe ich den Raben gehört. Ah. Sag ich doch, ich habe einen Raben gehört. Wo sind wir hier? Das scheint irgendwie ein Turm zu sein, wo man von anders her nicht draufkommt, oder? Aber was hat der dann für einen Sinn? Neuen Ort gefunden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war doch der Kollege. Aber wie kann das sein? Wir waren doch eben hier, oder nicht? Kampfspringer. Auf keinen Fall. Hier ist noch ein Riss, da können wir nochmal reingucken. Wahrscheinlich werden wir dann auch verrecken, aber... Sag ich doch. Alter. Level 7 auch. Alles Level 7 hier. Wir sind gerade mal 3, ey. Das gibt's doch nicht. Wir sind 3, kommen aber sehr gut in der Quest voran. Und die Sonderdinger hier haben aber 7. Boah, bin ich am Ölen. Da, wo meine Hände liegen. Alter, alles pitschnass, ekelhaft, widerlich. Naja, dann gehen wir erstmal runter wieder. Bringt ja nichts. Gut, einmal bitte hier lang. Ich will wissen, wo wir da hinkommen. Bereich entdeckt. Königsgrotte. Die Königsgrotte. Immer so lange Wasserwege hier. Das ist ein Portal, oder? Ja. Okay, und sonst? Ohne Schlüssel kommen wir da nicht rein. Auch so ein Schlüsseldingen. Na gut, dann war der Weg auch umsonst. Jetzt haben wir schon 2 Orte, wo wir einen Schlüssel brauchen, um reinzukommen. Noch mal zurück. Haben wir sonst nichts zu tun. Und dann konnten wir aber... Oder warte mal, war das Gebiet vielleicht? Ne, es ist das Gebiet noch gar nicht. Das war der kleine Nebel, der da so auf der Karte noch auf dem Land war. Wir haben nach wie vor noch den Nebel, der da hinten komplett über... Wasser ist, so wie es aussieht. Nämlich hier. Halt. Die Dinger finde ich cool. Die verbessern uns extrem. Und Abwehr. Auf jeden Fall lohnt es sich schon hier so rumzufahren, weil das wird uns ja auch im Hauptstrang weiterhelfen, wenn wir hier so ein bisschen die ganzen Attribute gepusht kriegen. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Jetzt können wir hier anhalten. Oh, ich sehe schon. Ein Portal. Ja komm, ihn kriegen wir aber klein.
Nein, ich lese das noch nicht. Oder? Doch, komm. Hier, Junge. Jawohl. Hey, noch eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Was denn diesmal? Ich wollte einen Beitrag zu Fafnirs Reliquiensammlung leisten, allerdings war die Tür verschlossen und Häscher versperrten den Weg zurück. Schnell vergrub ich meinen Schatz und suchte ein Versteck. Wenn ich entkommen kann, werde ich zurücktreten. Eine Tür mit zwei Gesichtern links und rechts, also... Ey! Komm, mach nochmal auf die Luke. Okay. Ja. Alter. Die können auch immer mehr, ne? Scheiße, Mann. Ich glaube, dass... Nein, mir geht's überhaupt nicht gut. Scheiße. Oh, krass. Na gut, das probieren wir aber nochmal. Der ist zu schaffen. Wenn ich ein bisschen mehr mich konzentriere, dann geht das schon. Ich war nur überrascht von diesem einen Angriff. Der war neu, ne? Obwohl, nee, den hat der andere eben auch mal gemacht. Den haben wir noch nicht so richtig gesehen. Ruinen der Alten. Hallo. Da muss ich drauf aufpassen. Was für ein Angriff ist. So. Krass, das geht auch. Hier liegt noch eins. Okay. Nah ran, einmal ordentlich aufs Maul kloppen. Dann komme ich hier wieder drüber. Oh, sehr angenehm. Siehste? Mit ein bisschen Konzentration geht's dann doch. Und was haben wir hier? Seldere Siegel des Schutzes. Resistenz gegen Gift. Oh, Gift ist, glaube ich, neu. Ich kann mich zumindest nicht an Giftresistenz erinnern. Na gut, die Schatzkarte haben wir noch. Ich erinnere mich aber nicht an eine Tür mit zwei... Tierschädel links und rechts oder Tierstatuen. Keine Ahnung. Wenn wir später wahrscheinlich nochmal suchen müssen. Hey, ein Sprachchiffre. Wir sollten weitersuchen. Niflheim Sprachchiffre. Axt, komm mal her. Eins von vier gefunden. Zumindest ein Anfang. Was ist damit? Das nehme ich dann nochmal mit. Das können wir gerade gut gebrauchen.